Ja, wir kommen aus München. Ich bin heute hier mit dem Krisi zusammen bei der Firma Arri. Die ist hier im Hintergrund, die Firma. Arri kennt ihr wahrscheinlich alle durch die Arri Alexa, was eine hervorragende Kinokamera ist. Und die Firma Arri macht aber noch viel, viel mehr als nur diese Kinokameras. Und was genau Arri alles so macht, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wir wurden dann ganz nett von Regan und Heiko empfangen und das sind eben beides Pressesprecher bei Arri und die haben uns dann erstmal erklärt, was wir uns alles so angucken werden an diesem Tag. Und Arri hat viele Abteilungen. Die Abteilung, die ihr wahrscheinlich so kennt, ist die Kameraabteilung. Es gibt aber noch Creative Solutions, es gibt die Tonabteilung, generell Post-Production-Abteilung ist sehr, sehr groß und den Rental-Bereich. Und in diesem Teil, in diesem ersten Teil, gucken wir uns jetzt erstmal so allgemein alles über die Firma Arri an, wie ist die Firma entstanden, was hat Arri für eine Geschichte und so weiter. Und in den weiteren Teilen geht es dann in die speziellen Abteilungen. Also viel Spaß mit diesem Video. Arri hat angefangen eigentlich mit den Herren Arnold und Richter, die selber Filmemacher waren und zum Filmmachen festgestellt haben, dass man da Geld braucht. Und da sie das halt eben nicht hatten, haben sie erstmal Geld verdienen müssen und haben das mit einer Kopiermaschine getan. Und das ist so eine Kopiermaschine aus den ersten Jahren. Mhm. Und damit hat eigentlich alles angefangen und damit haben sie erst Geld verdient. Das ist die erste Filmkamera, so in quasi Magazinform, ne? Und dann eben eine traditionelle Kamera, wie man sie so aus der Physik, aus dem Physikunterricht kennt. Ja. Naja, und dann hat das Ganze halt seinen Lauf genommen mit immer mehr und besseren Kameras über die Zeitachse. Die meisten Kameras in der Zeit, oder fast alle Kameras in der Zeit, waren halt laut. Mhm. Und wenn man halt Zoom-Sound aufnehmen wollte oder musste, dann ging das halt nicht, sondern wurde halt das separat aufgenommen. Bis dann halt eben dieses Blimp-Gehäuse entworfen wurde und dann konnte man halt eben auch Zoom-Sound aufnehmen. Was hier steht, sieht aus wie ein Museum, ist aber aktuelle Technologie. Ja, ich finde, sieht schön aus, also sieht auch noch gar nicht so alt aus, also sieht modern auch aus, würde ich sagen. Es ist auch, wie gesagt, also wenn man heute mit Kameraleuten die Filme drehen, und es gibt da noch namhafte Regisseure, Tarantino, Nolan und so weiter, die noch mit Film drehen, die verwenden dieses Equipment. Alle kennen natürlich Alexa, aber was die wenigsten wissen, ist, dass die Digitaltechnik schon viel, viel früher vor der Alexa anfing, nämlich genau genommen mit dem Arri-Scan und dem Arri-Laser. Und wir waren jetzt gerade in der Analogecke. Der Film wurde gescannt mit einem Sensor und dieser Sensor ist der Vorläufer von dem Alexa-Sensor gewesen. Vivo hat bei Revenant mit der M großer Anteil von Revenant, wir reden immer über die Alexa 65, das war ein relativ kleiner Anteil, der 65 gedreht wird, weil die 65 erst später kam, weil war Revenant eigentlich schon fast fertig. Okay. Aber er hat sehr, sehr, sehr viele Sachen mit der M gedreht. Warum? Weil viele Szenen waren im Fluss, ja. Mhm. Und er stand im Fluss mit dem Body und sein SI stand mit dem Kabel verbunden, an Land, sauber, trocken an Land. Ja. Und insofern hatte er nie Probleme gehabt, weil er hatte Angst, dass er ausrutscht auf den Stein. Ja. Und dann wäre natürlich der ganze Take im Eimer gewesen. Und so war er immer sicher, na, das, was drauf ist, ist drauf. An dieser Stelle nochmal, möchte ich es gerade nochmal betonen, also es ist schlimmer, wenn der Shot ins Wasser fällt, als wenn die Kamera ins Wasser fällt. Das finde ich mega interessant, dass ein professioneller Filmemacher eben so denkt und nicht so denkt wie jetzt ein Hobbyfilmer, der alles daran setzen würde, dass seine Kamera nicht kaputt geht. Aber bei einer richtigen Filmproduktion ist es eben wichtiger, dass der Shot auf jeden Fall gesichert ist. Ja, eine nette Geschichte, die ist hier. Das ist unser Terminator T800, wie wir ihn vom Spitznamen her nennen. Das war eine Kamera, die war in einem LKW hinten drin. Im LKW hat es gebrannt. Mhm. Der ganze LKW hinten ist ausgebrannt. Und zufällig waren von uns Ingenieure da zu Besuch. Und die haben sich die dann angeguckt und haben gesagt, schauen wir mal. Und dann haben die Kabel rausgeholt und alle sind so zurückgegangen. Ja. Aber das haben wir hier jetzt, man sieht schon, der Taster ist das ein oder andere Mal betätigt worden. Ja. Und sie hat noch funktioniert und das ist natürlich schon ein Beweis, wie robust die Kameras gebaut sind und wie die Kabel da aussehen. Also da sollte man eigentlich nicht meinen, dass die Kamera noch tut, aber sie ist wirklich komplett. Das ist ein Oscar, der wird
vergeben für langjährige Leistungen. Also es ist nicht jetzt für einen Film, sondern für ein Produkt, was sich nachhaltig in der Filmindustrie als sinnvoll erwiesen hat. Ja. Wir haben, glaube ich, 19 für uns. Und die haben wir nicht gezählt. Das wäre auch mal eine interessante Thematik. Ja. Ja. So, jetzt wisst ihr so ein bisschen besser Bescheid über Ari oder über das Geschichtliche von Ari, wie das Ganze so entstanden ist. Ihr habt gesehen, Ari hat wirklich sehr viel Pioniersarbeit im Kamerabereich geleistet und tut das auch heutzutage immer noch. Ich denke, das war sehr interessant jetzt zu sehen. Das jetzt so viel zum Thema Geschichtliches. In den nächsten Teilen geht es dann wirklich um die aktuelleren Sachen. Post-Production, Color Grading gucken wir uns an und den Rental-Bereich, der ist auch sehr, sehr groß und sehr spannend. Also ich wünsche viel Spaß mit den nächsten Teilen. Die kommen dann in den nächsten Tagen nach und nach online. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.